Hallo mein Freund Flavio Simonetti hier. Ihr habt euch was Cooles gewünscht und zwar wollt ihr ein bisschen was zu Coach Carter und zur Muskelakademie erfahren. Darüber werde ich detailliert eingehen und ich werde einige Gewinnspiele auflösen. Ich habe es euch ja versprochen. Aufgrund der letzten paar Wochen habe ich das irgendwie ein bisschen verpennt. Also danke nochmal für die Informationen. Ich werde eins nach dem anderen gegen Ende des Videos auflösen. Als allererstes will ich mal ein bisschen zu den Basics kommen. Warum Coach Carter? Warum Muskelakademie? Was ist denn überhaupt die Idee dahinter? Der eine oder andere weiß es, deutschlandweit war ich der Erste, der ein eigenes Trainingsprogramm hatte 2008. Und ich habe einige Trainingsprogramme gemacht, also Aufbaushakes, Bodybuilding Mentor, Muskelentwickler, Armageddon-Arme, Brustformer, Sixpack-Formel, Bauchdefinierer. Es gab einige Programme. Und im Laufe der Zeit habe ich immer wieder gemerkt, die Leute machen die eine Zeit lang und hören dann wieder auf. Und das hat mich ein bisschen frustriert. Mein Wunsch ist es, dass die Leute nicht nur kurzfristig an der Sache dranbleiben, sondern auch langfristig was durchziehen und irgendwie Spaß an diesem Sport haben. Und parallel mit dieser Idee ist 2012, also mittlerweile schon, wie viele Jahre? 6 Jahre, die Idee intensiviert worden, dass ich was machen will, wo ich persönlich nicht mehr groß drüber nachdenken muss, wie ich mein Training, meinen Ernährungsalltag gestalte, aber auch andere Leute dauerhaft eine Anleitung kriegen, wie sie ihr Training optimieren. Und da ist damals die Muskelakademie entstanden, ein Programm, wo ich gesagt habe, da will ich einfach, dass die Leute nur draufklicken und wir diesen Algorithmus im Hintergrund generieren. Das heißt, von Millionen und Abermillionen von Möglichkeiten bekommst du deinen eigenen Trainingsplan. Und mit dieser Philosophie, muss ich ehrlich sagen, schneiden wir uns natürlich ab und zu auch ins eigene Bein. Ja, es ist extremst aufwendig, aus dieser Logik das immer besser zu optimieren. Man hätte es auch einfacher machen können, wie es viele andere leider machen. Sie nennen das Ganze individuell und schalten da eigentlich eine ganz einfache Logik dahinter. Sie sagen, im Hintergrund gibt es Plan A, B und C und je nachdem, was er vor dem Grund auswählt, das bekommt er. Das war aber nicht mein Anspruch und nicht unser Anspruch und deswegen haben wir das Team vergrößert, haben uns Entwickler geholt. Christian hat den Algorithmus weiter bearbeitet, wir haben Rezepte eingebaut und haben im Endeffekt was furchtbar Kompliziertes gemacht, um es den Endverbraucher im Hintergrund einfach zu machen. Es schaut nach außen immer einfach aus. Extrem einfach aus. Ne? Facebook immer gucken, so, ja, baut mal doch schnell das und das ein. Genau. Schnell einbauen ist da nicht, weil alles irgendwo miteinander verknüpft ist und man dreht an der Stellschraube und plötzlich ist aber das andere auch mit verändert und dann muss man immer gucken, wie kriegt man das hin, sodass alles ja, flüssig übereinander geht, ne? Oder genau, ineinander greift wie so Zahnräder und das ist manchmal nicht so leicht und genau, dauert einfach auch manchmal. Genau, aber es macht mega Spaß, weil es ist nicht was Hingeklatschtes, dass man innerhalb von wenigen Wochen sagt, man schreibt ein paar Pläne, das wäre für uns kein Problem, wir schreiben einfach einen Plan für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Profis, machen ein paar Trainingsmethoden dahinter und sagen, hier ist das fertige Ding, nennen das Ganze individuell und das war's. Nein, wir haben uns wirklich diese Mühe gemacht und haben so viel Grips und Nerven und so viel Muße dahinter gesteckt, weil wir wirklich was Einmaliges schaffen wollten und das wollen wir einfach mal kommunizieren. Es ist kein Standard-Shit, das ist wirklich was mega Komplexes, was wir da aufgebaut haben. Und daraus ist im Endeffekt am Anfang die Muskelakademie entstanden. Und jetzt seit letztem Jahr Coach Carter. Was die genauen Unterschiede sind, das klären wir jetzt. Ja, was wir vorhin vielleicht noch vergessen zu sagen haben, ist, Coach Carter oder die Akademie ist kein 18-12-Wochen-Programm, sondern man kann damit das ganze Jahr trainieren und die Trainingspläne und die Ernährung passt sich dann dementsprechend auch immer wieder an mit verschiedenen Zielen, genau, die wir drin haben, egal ob man abnehmen, Muskelaufbau oder seine Kraft steigern will. Kraftausdauer haben wir auch noch mit drin. Genau. Also im Endeffekt auch nach Geschlecht, nach Alter, du hast Ernährung drin, du hast Ernährungsrezepte, die sind auf dein Kalorienmaß angepasst, du hast eine Einkaufsliste, also alles individualisiert. Das heißt, wenn Christian und ich irgendwie, er gibt Abnehmen ein, ich Muskelaufbau, wir kriegen beide Spaghetti Bolognese, weil es der Algorithmus so sagt, dann kriegst du oder ich ganz andere Mengen. Und das logisch hinzukriegen, dass das Zeug noch schmeckt und nicht nur aus Nudeln besteht oder nicht nur aus Soße, das ist das, was am Schluss wirklich Hirn frisst. Ne? Ja, ja. Und dann halt dementsprechend auch ja, schmeckt, aber dann halt angepasst ist auf die Person, ne, auf die Bedürfnisse. Genau. Wir haben ja noch gerade bei der Auswahl, was Ernährung angeht, keine Laktose, genau, kein Schweinefleisch. Ne, und dann müssen die Rezepte wieder gefiltert werden im Hintergrund. Genau. Und das ist alles nicht so einfach. Ist nicht einfach, nee, genau. Und deswegen arbeiten wir auch ständig wieder dran, weiter zu verbessern. Das heißt, unser Alltagsgeschäft besteht ausschließlich darin, dass wir Coach Carter immer besser machen, immer weiter optimieren. Und genau, jetzt wollen wir nochmal auf den Unterschied kommen, Muskelakademie und Coach Carter.
Muskelakademie ist sozusagen das Programm, was wir für zu Hause optimiert haben, wo wir sagen, wenn einer eine Kurzhantel hat, eine Langhantel, eine Hantelstange. Am besten noch eine Trainingsbank. Genau, habe ich vergessen zu sagen. Mhm. Trainingsbank. Gut, dass wir uns ergänzen. Das sind dann die Bereiche, die man, dafür ist die Muskelakademie gut. Das heißt, viele Grundbasis-Dinge, die im Coach Carter drin sind, sind auch schon in der Muskelakademie drin. Und Coach Carter hat eigentlich einen ganz anderen Fokus, eigentlich aufs Fitnessstudio. Das heißt, wenn du im Fitnessstudio trainierst und merkst, dein Training läuft nicht so gut, dann ist Coach Carter genau das Richtige. Wenn du langfristig wirklich was erreichen willst. Wir reden hier nicht von kurzfristig. Ein kurzfristig, ich finde es immer lustig, wenn Leute über kurzfristig denken. Egal wo im Leben, wenn du ein Kind hast, ja, und es kommt auf die Welt, dann gehst du davon nicht aus, dass es innerhalb von einer Woche reden kann oder laufen kann. Du weißt, es hat einen Prozess, es braucht ein Jahr, eineinhalb Jahre, bis es laufen kann, zwei Jahre vielleicht, bis es spricht. Aber im Fitnessbereich denkt jeder, er muss jetzt in so und so vielen Wochen die krasse Figur aufbauen. Ja, also es gibt immer zwei Wörter, die man nie miteinander verbinden sollte. Das ist schnell und Muskelaufbau. Ja. Weil das ist ein Ding, das funktioniert nicht. Man kann relativ schnell abnehmen, ja, und dann muss man auch immer sagen, ist es sinnvoll, relativ schnell und viel abzunehmen. Aber Muskelaufbau und schnell, das ist ein Prozess, das dauert Muskeln aufzubauen, das dauert Monate, das dauert Jahre. Ja. Da muss man einfach dranbleiben. Und genau dafür haben wir Coach Carter ja auch entwickelt, dass man einfach über die Jahre hinweg das Programm nutzen kann und seine Erfolge dementsprechend hat. Genau. Und nicht nur jetzt 8 oder 10 Wochen, was ist danach? Ja. Danach geht es ja weiter. Genau, das ist das, was im Endeffekt das Ganze unterscheidet. Wir haben beide eine sehr lange Trainingserfahrung. Ich trainiere seitdem ich 13 bin, also 20 Jahre. Du bist auch schon über 10 Jahre dabei. Das sind 13 jetzt auch. 13 sogar schon. Genau, und Leute, wenn man so lange trainiert, ja, dann denkt man nicht mehr kurzfristig. Christian ist Wettkampfathlet, der guckt, wie gestalte ich mein nächstes halbes Jahr und baut es danach auf. Und genau so denken wir bei Coach Carter auch. Wenn du sagst, ich will in den nächsten paar Wochen mega krass ausschauen, dann sind wir wahrscheinlich die Falschen, weil wir sagen, wir halten davon nichts, das hat keine langfristige Basis, du wirst vielleicht kurzfristig cool ausschauen, aber die paar Wochen später wirst du genau beim Rebounds-Effekt kommen, da haben wir keinen Bock drauf. Wir wollen mit dir etwas Langfristiges. Wir wollen, dass wir zusammenarbeiten. Du kannst den Christian in der App sogar Fragen stellen. Das heißt, das ist was, wo wirklich von vorne bis hinten fundiert ist. Ja, es ist gerade beim Abnehmen. Ne? Abnehmen kann man schnelle Erfolge erzielen. Also wir könnten auch, bei uns immer das Problem ist, in den Gruppen und im 1:1-Coaching kriege ich es halt immer wieder mit, dass die Kalorien ja so hoch sind beim Abnehmen. Ne? Aber wir könnten es auch machen wie vielen anderen Programmen. Wir gehen auf 1500 Kalorien runter. Du nimmst in den ersten 5, 6, 8 Wochen gleich so viel ab. Ja. Und die Motivation ist da. Aber was ist halt dann danach? Genau. Ne? Einerseits ist es für den Körper nicht gut, so schnell abzunehmen. Dann ist es eine Stoffwechselgeschichte. Ja. Und wie du sagst, Rebound bzw. Jojo-Effekt ist halt einfach so ein Ding. Der schießt irgendwann einfach gegen. Ne? Ja. Und für den Körper ist es auch nicht gut. Gerade bei Frauen ist es ja dann auch immer so, dass der Hormonhaushalt oder beim Mann komplett in den Keller geht. Also das merkt man dann erstmal, wenn man wieder normal ist, was man dann alles wieder nachholen muss. Und das sind so Punkte, die wir alle dabei beachtet haben. Allein die Videos, die wir jetzt in Coach Carter gedreht haben, vor einem Jahr ist das mittlerweile schon her, 4 Wochen Dreharbeiten nachts, das war richtig hart. Da haben wir die ganzen Übungen abgedreht, über 1200 Fehlerbilder. Also Leute, es ist kein Programm, wo man sagt, wir machen mal sowas schnell. Es hat eine Entwicklung von 6 Jahren, die wir da reingesteckt haben und haben einen Preis, der günstiger ist als die allermeisten Programme, die genau dasselbe anbieten wollen. Ja, du kriegst Support von uns, du kannst uns jederzeit anschreiben, du kriegst einen individuellen Trainings- und Ernährungsplan alle 6 Wochen. Lesepläne haben wir teilweise bei Coach Carter drin. Genau, aber man muss ja auch wirklich dazu sagen, dass wir teilweise sogar billiger sind. Ja. Also du kaufst ein 12-Wochen-Programm für 300 Euro. So, bei uns kostet es 25 Euro oder was im Monat, das sind 300 Euro im Jahr. Du kannst ein Jahr, kriegst du verschiedene Trainings- und Ernährungspläne. Sogar auf Jahresbasis auf 200 Euro, ne? Genau, das sind sogar noch weniger. Also von daher ist es eine Sache. Ja, und ich meine, damit haben wir ein ganzes Team, was dahinter nonstop arbeitet. Ja, wir arbeiten an dem Algorithmus, wir arbeiten an der Optimierung, an der Verbesserung, an der Optik. Das heißt, viele, viele Bereiche, die im Hintergrund greifen. Das ist kein Programm. Damals zum Beispiel habe ich ein Programm gemacht, ein E-Book, das hat man einmal runtergeschrieben, hat gesagt, okay, das passt, das war's. Aber so ein Algorithmus, der arbeitet, man lernt dazu, man sagt, hier muss man noch ein bisschen nachschleifen und hier, jetzt wollen wir noch für die Zielgruppe noch ein bisschen besser machen, extra Übungen für Frauen, wie werden die kombiniert?
einfacher wäre es natürlich, wenn man sagt, hey, wir machen einfach Standardplan. Einen Standardplan für Frauen, 5 Pläne und irgendeiner greift immer und ich soll mal zwischen A, B und C unterscheiden. Ne? Aber das wollen wir nicht. Und das ist der große Unterschied. Ja, Christian, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie das ganze Thema Trainingsplan bei uns abläuft. Richtet sich je nachdem geschlechtsspezifisch, also ob man Mann, Frau ist, dementsprechend werden Intensität, Volumen angepasst. Dann haben wir natürlich den Leistungsgrad der jeweiligen Person. Bin ich Anfänger, bin ich Fortgeschrittener oder Profi oder Leistungstrainierender dann schon. Und Klimmzüge. Genau, dann haben wir noch die Option mit den Klimmzügen. Dementsprechend werden die Übungen geschaltet. Ja. Und also es ist ein totales komplexes System. Trainingsmethoden haben wir noch. Die dann dementsprechend kommen, genau, je nach Leistungsgrad. Ja. Supersätze, Dropsätze, also verschiedene Intensitätstechniken, ja, mit denen dann gearbeitet wird. Dann natürlich gibt es verschiedene Wiederholungsbereiche, je nachdem, ob man dann Maximalkraft, Muskelaufbau oder Kraftausdauer, ja, macht. Dann arbeiten wir mit Time Under Tension, also die Zeit einer Wiederholung und was viele unterschätzen. Ne? Das, ja, haben wir auch schon mal ein extra Video darüber, genau, gemacht, oder du? Genau. Genau, also nicht, dass ihr jetzt denkt, oh jede, ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich da anfangen soll. Es ist so einfach erklärt und so einfach dargestellt, dass man Schritt für Schritt die Punkte abarbeiten kann. Das hört sich jetzt nur sehr komplex an, wenn man nicht weiß, wo man startet. Ne? Aber in der Praxis, wenn man den Trainingsplan abarbeitet, sieht man Time Under Tension, wird auch schön erklärt. Man sieht die Methoden, sind die erklärt. Man sieht die Sätze, man sieht die Wiederholungen. Genau. Man kann es eins zu eins abarbeiten. Wenn man sagt, Mensch, ich habe keine Ahnung, was ist denn das für eine Übung? Gehst du einfach auf Informationen, siehst ein Video, was schön von allen Perspektiven beleuchtet ist und siehst die Übungsfehler, die man machen kann, wenn man Übungen absolviert. Beschreibungstext haben wir auch noch für alle, die keine gute Internetverbindung haben, vielleicht die Videos nicht gucken können, haben wir, ja, die Fehlerbilder und eine detaillierte Übungsbeschreibung, ja, die dann nochmal genau alles, genau, widerlegt. Also das sind so die wichtigsten Punkte. Der Unterschied zu Coach Kader Muskelakademie ist, wie gesagt, der Ort. Das heißt, wenn du die Muskelakademie hast, trainierst du zu Hause, ist perfekt. Wenn du sagst, ich will lieber im Fitnessstudio trainieren, ist Coach Kader die richtige Adresse. Und das ist der Unterschied. Im Endeffekt wird beides hier bei uns im Büro gemacht. Coach Kader gehört zu 100% uns, also keine Sorgen. Da steckt nicht irgendeiner dahinter, der, auch wenn der Name vielleicht jetzt nicht nach Flavio Simonetti klingt. War ja auch oft der Frage, warum. Genau. War einfach eine Idee. Es war so ein Prozess. Ich dachte, irgendwie will ich diese Alleinstellung ein bisschen besser erarbeiten und dachte mir, irgendwie ist dieses Fitnessstudio ist genau mein Ding, das finde ich wichtig und da gibt es noch zu wenig für. Und dann kam ein Name, dachte ich mir, ich will einen Name, wo der erste oder zweite Buchstabe, also erste Buchstabe und das zweite Wort genauso ist. Wie heißt das, Mensch, ich bin schlecht in Deutsch. Schreibt es mal drunter. Und dann verschiedenes ausgedacht und irgendwie kam das Wort Coach Kader im Kopf nach mir. Das hört sich cool an und darauf haben wir im Endeffekt das passiert. Und das ist nicht mehr, das ist einfach nur ein anderer Name, aber wir stecken genauso dahinter. Christian beantwortet die Fragen, wir machen gemeinsam Algorithmus und das sind so die Infos dazu. Das waren eigentlich so die wichtigsten Fragen zu dem Thema. Guck mal, wir haben jetzt einen neuen Mitarbeiter hier, ja. Unser kleiner, was ist das für eine Rasse? Kleiner Scheißer, ein Old English Bulldog. Maximal umdrehen? Hat einen coolen Namen. Armani heißt er, ne? Armani heißt er, ja. Zeig dich mal kurz. Hallo. Wie alt ist er jetzt? 8 Wochen. 8 Wochen ist er jetzt alt, oder wir sind jetzt in der 9. Woche, genau. Ach, cool. Und ja, wiegt jetzt 5 Kilo, kriegt um die 30, also so ein mittelgroßer Hund. Ja, cool. Eigentlich ganz gechillt. Also wir kommen jetzt mal zum Gewinnspiel. Jeder, der mitgemacht hat in den letzten paar Videos, sollte sich das jetzt unbedingt anschauen. Wir fangen mit folgendem Video an, warum Cardio in der Diät überflüssig ist. Ich habe das hier oben reinkopiert, füge es hier in dieses Tool ein und hau das Ganze raus. Und der Gewinner ist Stefan T. Punkt. Ja, wenn du das hier siehst, schreib mich an unter flavio.simonetti auf Instagram mit deiner Adresse. Dann bekommst du das Power Protein 90. Wir sind bei Folge 6. Abnehmen mit mehr oder weniger Wiederholungen. Und the winner is, winner, chicken dinner, Black Lagoon 81. Ja, schreibt mich an, wieder direkt flavio.simonetti auf Instagram. Wir kommen zum nächsten Video, Folge 7, Leben am Limit. Kohlenhydrate ab 18 Uhr. Boom. Temur TV. Schreibt mich auch an. Richtiges Kaloriendefizit in der Diät, Folge 8. Der Gewinner vom nächsten Power Protein 90 ist der Allwissende. Ah ja, den gibt es also auch hier, der meine Videos schaut. Sehr cool. Dann kommen wir zum nächsten Video. Training trotz Krankheit, Folge 9. The winner is
Jannis. Schreib mich an. Dann drei Lebensmittel, die dir beim Abnehmen helfen. Folge 10. Sebastian Geiger. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Folge 11. Gewicht in der Diät stagniert. Da ist der Gewinner. Ben. Ja, Ben mit dem schwarzen Profil. Herzlichen Glückwunsch. Schreib mich an. Zeig mir dann am besten auch das Bild dazu, dass ich weiß, wer es ist. Und die letzte Folge, Alkohol beim Abnehmen erlaubt. Folge 12. Steven Jonas. Steven, interessant geschrieben. Ja, schreib mich an. Und auch du bekommst dein Power Protein 90. Das war's. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr Fragen zu Coach Carter, Muskelakademie hast oder sonst etwas, schreib's dazu. Und wenn du Bock hast, für die alle bis jetzt zugeschaut haben, jetzt wieder ein Power Protein 90 zu gewinnen. Für mich das beste Komponentenprotein, das es gibt. Schreib einfach drunter Coach Carter als Hashtag und schon bist du dabei und wir losen den nächsten Mal wieder aus. Alarmglocke aktivieren, abonnieren, mach's gut, dein Flavio Simonetti.